Ab wann, von welchem Zeitpunkt an wurde denn in Moskau klar, dass dieser Brandt eine Rolle zukommen könnte als Vordenker einer neuen deutschen Ostpolitik? Naja, ich würde sagen, wenn Sie Experten meinen, ziemlich früh schon. Erst Ollenhauer, dann Willebrand. Die Ideen, die sie entwickelten, waren nicht unbemerkt geblieben bei uns. Ich meine, die Experten, wir haben sie alle registriert und versuchten zu verarbeiten. Wir berichteten darüber unseren Vorgesetzten, erst Chruschtschow, später anderen. Deswegen muss man diesen Gärungsprozess als Prozess verstehen, nicht als eine Episode der oder anderer Art. Aber wir müssen auch nicht vergessen, dass Brandt unter anderem wiederum Argumente gab für Hardliner bei uns. Mit dem oder anderen Schritt oder mit der oder anderen Erklärung. Was aber von ganz großer Bedeutung aus meiner Sicht war und später Gramegna hat das unterstützt und Brezhnev erklärte sich damit einverstanden, das höchste und wichtigste Unterschied zwischen Brandt, Kissinger, beide sind Kissinger, aber einer nennt sich Kissinger, und Brandt und Adenauer bestand darin, nicht Politik der Gewalt und Stärke, sondern Politik der Vernunft, diese kleinere Schritte Annäherung und durch die Annäherung die Veränderungen herbeizuführen, das war Brandt seit Mitte 60er Jahre. Nicht früher, aber seit Mitte 60er und, wie es auch paradox klingt, insbesondere nach 68, nach Zerschlagung der Prager Führung. Er verstand damals, glaube ich, dass wenn man überzieht, dann macht man solche Schritte möglich, wie mit der Tschechoslowakei es geschah. Leider. Würden Sie das als die große Leistung von Brandt ansehen? Ohne weiteres, das war eigentlich Anfang dieser politischen Entwicklung, die zur Vereinigung führte. Das war begonnen übrigens nicht mit Abschluss des Moskauer Vertrages, aus meiner Sicht, und ich kann wahrscheinlich das sogar beweisen, sondern mit Treffen zwischen beiden Willis in Erfurt, Willy Brandt und Willy Stoph. Das war Anfang der politischen Wende in der Technologie der Behandlung der deutschen Frage. Wie haben Sie das erlebt, dieses Treffen dieser beiden Willis, damals in Erfurt? Ich verstand das als eine Bestätigung und die komplette Bestätigung unserer Prognosen und als ein wichtiger Meilenstein auf dem Wege zur Neuordnung des ganzen Landschafts in Deutschland und in Zentraleuropa. War damals abzusehen, oder was war Ihre Prognose, wie es weitergehen würde? Die Prognose war, wir müssen nicht nur unsere Politik reformieren, sondern auch die Politik der DDR. Und ich glaube, wenn das auch ein bisschen später geschah, in der vollendeten mehr oder weniger Form, aber dennoch geschah, sogar im Jahre 70, 71, wenn Sie alles genau verfolgen, dann stellen Sie fest, wie widerwillig manchmal die DDR sich an die neue Entwicklung anpassen sollte, weil ohne der Sowjetunion, ohne Unterstützung, politische Unterstützung der Sowjetunion unter anderem, die DDR war nicht lebensfähig. Also die lauten Willi-Willi-Rufe schallten bis nach Moskau in den Kreml und lösten dort auch etwas aus. Also Löste aus und löste vor allem die Überzeugung, dass die solche Berichte, die kontinuierlich aus Berlin nach Moskau geschickt wurden,
alles ist unter Kontrolle. Die Stimmung ist im Großen und Ganzen sehr gut. Die Bevölkerung ist bereit, das nach unbefristeter Zeit zu tragen, was zu tragen war, waren, naja, sagen wir, eine Übertreibung dessen. Unsere internen Einschätzungen, was Unterstützung der SED-Politik angeht, waren immer 30-40%, nicht mehr, wenn zu freien Wahlen es käme.